Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kiosk-Kanal. Ihr habt es euch gewünscht und wir liefern es, das Video, wie man den Laden zumacht. Annabelle hatte bis eben Schicht, es ist Freitag heute und wir helfen ihr mal dabei, den Laden zuzumachen, damit sie pünktlich in ihr Wochenende kommt. Wir fangen damit als erstes an, dass wir um ca. 17.30 Uhr meistens die Zeitungen reinholen, die müssen wir zusammenpacken und dann retournieren. Wir haben hier einen wunderschönen Ordner, da kriegen wir morgens immer einen Zettel, wenn die Zeitungen geliefert werden und wir aus der Postbox die Zeitungen holen. Da steht drauf, welche Zeitungen wir geliefert bekommen und vor allem wie viel. Und jetzt, am Ende des Tages, möchte ich natürlich sehen, wie viel haben wir verkauft. Wir gucken also direkt mal hier oben, die Bild-Zeitung, die haben wir nur noch einmal, wir hatten aber zwei bekommen, das heißt, yay! Einen haben wir verkauft. Der Berliner Kurier, den haben wir auch noch einmal und bekommen haben wir ihn dreimal. Das heißt, der ging heute ganz zweimal weg. Die Berliner Zeitung ist noch einmal da, hat sich nicht verkauft. Das ist super wichtig zu machen, weil damit können wir ein bisschen überprüfen, okay, was ist zurückgegangen und am Ende des Monats bekommen wir dann eine Auflistung wegen, wie viele Zeitungen wurden zurückgeschickt und dann kriegen wir natürlich auch das Geld dafür wieder. Nennt sich Remission. So, Annabelle, hier sind die Zeitungen. Vielen Dank. Du weißt ja, wie es funktioniert. Ich kümmere mich in der Zeit um die Kaffeemaschine. Denn circa zur selben Zeit, wie wir die Zeitungen reinholen, fangen wir auch an, die Kaffeemaschine sauber zu machen. Denn meistens so 17.30 Uhr, 18 Uhr sagen wir, okay, Kaffeezeit ist vorbei, jetzt machen wir die Kaffeemaschine sauber, dann kann die schon mal durchlaufen und wir können pünktlich Feierabend machen. Dafür machen wir jetzt erstmal hier auf, gucken rein. Das ist der Satzbehälter, da seht ihr den Kaffeesatz. Der ist gut gefüllt, kommt jetzt einfach in den Müll. Jetzt können wir das Ganze wieder erstmal reinmachen, machen zu und haben hier so Reinigungstabletten. Satzbehälter haben wir entleert. Und können dann hier oben, gibt es gleich ein Fach, das können wir schon mal aufmachen, und gehen dann hier auf die One-Touch-Reinigung. Einmal am Tag wird sozusagen die Kaffeemaschine gereinigt. Jetzt beginnt das Programm und wir uns was erzählen. Wir drücken direkt auf OK. Den Satzbehälter, den haben wir schon ganz fleißig entleert. Wassertank brauchen wir nicht, denn die Maschine ist direkt an Wasseranschluss angeschlossen. Zack, jetzt sagt er mir Reinigungsbehälter öffnen und eine Brühtablette reinschmeißen. Das Ganze machen wir und drücken auf OK. Und dann läuft die erstmal durch und reinigt sich. Und während jetzt die Reinigung hier an der Kaffeemaschine läuft, sammle ich schon mal den ganzen Müll im Laden zusammen, mache alle Mülleimer zusammen in eine Tüte, dass wir den Müll entsorgt haben. Wir haben im Laden ganze 4 Mülleimer, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Einer ist hier hinten direkt bei Lotto. Der ist leer, den können wir eigentlich relativ schnell leer machen. Einer steht hinten bei unseren Kaffeesachen. Bitte, Chef. Danke, den hat uns der gute Marvin gebracht. Schütten wir auch hier direkt rein. Damit haben wir schon alles aus dem Laden zusammengekippt. In einem Mülleimer kommt meistens über den Tag eigentlich ganz gut was zusammen. Hier zwischen dem Lotto und der Erdölmüll haben wir auch noch einen, wo die ganzen Scheine und sowas alles reinkommen. Und dann zu guter Letzt den dritten unterm Tresen. Beziehungsweise stimmt gar nicht, wir haben noch einen dahinten beim Stream-Setup. Das ist jetzt hier hauptsächlich Plastik- und Verpackungsmüll. Ihr seht es, gerade auch dieses Bonpapier von Lotto und DHL ist zum Beispiel nicht für den Papiermüll geeinigt, sondern hat einen gewissen Plastikanteil, weswegen es auch in den Plastikmüll kann. Pappe und sonstige Arten, so Restmüll und sowas. Pappe kommt meistens nach hinten direkt wegsortiert und Restmüll haben wir hinten im Mülleimer. Während wir jetzt alle Mülleimer aus dem Laden geleert haben, ist die Kaffeemaschine durchgelaufen und ist fertig. Jetzt kann ich sie hier ausschalten. Guck mal, da drücke ich auf den Knopf, ausschalten. Jetzt ist sie aus. Kaffee gibt es heute also keinen mehr, aber trotzdem müssen wir noch ein, zwei Schritte machen und zwar sie einfach generell reinigen. Da haben wir zum Beispiel einmal den Kaffeesatzbehälter, da ist jetzt sogar ein bisschen Flüssigkeit drin. Dieses Gitter, wo die Kaffeebecher mal draufstehen und ganz unten drin ist hier immer sozusagen gleich mal der Abflussbehälter. Das gehen wir gleich in der Küche sauber machen. Was ich ganz gerne noch vorher mache, ist immer so ein Feuchttuch zu schnappen und einmal die Kaffeemaschine von innen so ein bisschen. Weil wenn du jetzt mal hier reinschaust, da ist so ein bisschen Kaffeepulver, ein bisschen Topping, ein bisschen Kakaopulver. Es sieht einfach ein bisschen durchgesifft aus. Das heißt, wir nehmen hier einmal den Lappen und wischen hier einmal alles sauber. So, das sind jetzt erstmal die groben Parts der Maschine. Also alles Mögliche, wo halt auch das Abwasser, das Schmutzwasser vom Kaffee sozusagen durchläuft. Jetzt, wo es aber an die Brüheinheit geht, das Herzstück der Maschine, wo wirklich der Kaffee durchläuft, das Pulver und das alles auch durchläuft, wo es wirklich am Ende auch in den Kaffeebecher vom Kunden geht, da werde ich mir vorher natürlich die Hände desinfizieren, dass wir da auf jeden Fall sauber arbeiten. Und dann nehmen wir die raus. So, ich glaube, so, wir haben den ersten Schlauch ausgezogen, dann müssen wir hier den einen Regler entriegeln und hier rausziehen. Diese Brüheinheit aus der Kaffeemaschine auszubauen, ist, glaube ich, schwieriger als jede Herz-OP. So sieht das Ganze aus nach einem Tag Benutzung. Ihr seht so ein bisschen Milchpulver, Kakaopulver. Das Ganze wird jetzt auch in der Spüle einmal durchgespült. So, ausgewaschen haben wir alles. Jetzt geht es daran, das alles wieder in die Maschine einzubauen. Zunächst einmal folgendes Stück. Das setzen wir hier oben ein. Wunderbar, hier oben zudrehen. Hier einmal festmachen und dann zu guter Letzt den Schlauch. Satzbehälter kommt hier rein. Und dann zu guter Letzt das Gitter. Kaffeemaschine ist fertig. Ist durch. Jetzt wische ich mir einmal noch mal schnell die Hände ab, weil jetzt geht es noch mal ein bisschen an ein heikles Thema. Und zwar, wenn man natürlich vorbildlich seine Schicht beenden möchte, desinfiziert man sich zwar noch mal die Hände voll und füllt die Kaffeebohnen auf. Wir füllen auf unter anderem Topping, Kakaopulver, die Kaffeebohnen und die Espressobohnen. Und ihr alle wisst, wie man Bohnen reinfüllt. Deswegen zaubern wir einmal kurz. Hallo, ich bin der Zaubertrick. Nach dem Schnitt sollte das da einfach drin sein, aber irgendwer muss es ja machen. So, während der Zaubertrick sich um die Bohnen kümmert, kümmere ich mich um den Boden, denn der muss auch jeden Tag gemacht werden im Kiosk. Zuerst fege ich natürlich einmal, weil ich wische jetzt nicht direkt über den Dreck rüber, ganz grob durch alle Ecken durch. Hey, ich habe einen Cent gefunden.
Nach dem Fegen kommt das Wischen. So, und jetzt, wo der Boden aalglatt ist und wunderschön poliert, werden wir die Sachen von draußen reinholen. Dann können wir die Tür abschließen, denn das ist der absolute letzte Schritt, bevor wir dann die Kassen zählen können. Weil so lange ist theoretisch der Laden noch auf, Leute können kommen, was kaufen. Und wir sind natürlich super und machen super Service. Und wenn hier noch einer schnell reinkommt, sich seine Zigaretten abends holen möchte, dann geben wir ihm die natürlich noch. Der Boden ist sauber. Ich hätte ihn vorher ja nicht sauber machen können, weil wenn wir die Fässer vorher reinholen, dann muss ich da rumwischen. Macht keinen Sinn. Deswegen holen wir es jetzt rein. Guten Abend. Ratet mal, wie viel im letzten Jahr, in den 365 Tagen, wie oft dieses Schild draußen vergessen wurde. Und wer es am meisten vergessen hat. Jetzt machen wir die Tür zu, schließen ab, damit ist der Laden offiziell zu. Final stelle ich immer gerne noch das Schild vom Bild davor. Als kleinen Sicherheitsaspekt. Ihr seht, es sind noch ein, zwei Lücken jetzt in den Regalen offen. Wenn man sehr wenig zu tun hat in der Spätschicht, dann kann man die immer gerne vorziehen und gucken, dass die Lücken gefüllt sind. Da freut sich auf jeden Fall die Frühschicht, aber ansonsten ist es tendenziell immer Aufgabe der Frühschicht. Es ist weniger los, morgens zu gucken, ob die Regale voll sind oder was aufgefüllt werden kann. Laden ist zu, jetzt geht's ans Kassezählen. Wir haben einmal eine Kioskkasse und wir haben einmal die Postkasse bei uns im Laden. An der steht schon Annabel und hat sie fleißig gezählt. Annabel, stimmt denn die Postkasse? Stimmt, auf den Cent genau. Wunderbar, dann werden wir die gleich in Sicherheit bringen. Diebstahl lohnt sich nicht. Während Annabel jetzt die DHL-Kasse schließt, hole ich mir schon mal von Lotto die Abrechnungsstatistiken. Zum einen wollen wir den Kassenbestand haben, wie viele Leute haben Lotto gespielt heute. Ich sage euch, 93 Millionen sind aktuell im Euro-Jackpot. Das sind immer geile Lotto-Tage. Dann brauchen wir noch das Journal, das ziehen wir uns auch komplett. Tagesstatistik, so. Da sehen wir dann, wie viele Transaktionen und was weiß ich. Guck mal, das ist so ein langer Bon hier. Das sind alle Sachen, die heute passiert sind. Transaktionen, Rubbellose, irgendwas, was gespielt wurde. Super fein. Die Lotto-Bons haben wir, die brauchen wir vor allem auch für die Buchhaltung, denn bei so einem Laden ist auch die Buchhaltung super wichtig. Dafür brauchen wir genau drei DIN A4 Seiten. Einmal, wie gesagt, Lotto, einmal ein DHL-Bon, den bringt mir Annabel gerade sich. Wunderbar. Mit dem können wir morgen die Kasse dann wieder öffnen. Und dann brauchen wir noch für die normale Kioskkasse einen Bon. Und den holen wir uns jetzt, indem wir die Kasse zählen. Oh yeah. War eine Punktlandung. Habt ihr es gerade zufällig gehört? Das war gerade eine Twitch-Donation. Falls ihr also diesen ganzen Prozess auch mal live auf Twitch sehen wollt, denn das machen wir jeden Abend, dann kommt gerne vorbei und klickt auf den Link in der Beschreibung. Wir haben Münzzählbretter zum Zählen, weil das ist ein bisschen einfacher als jede Münze einzeln zu zählen und eine Münzzählmaschine kostet eben auch Geld. Deswegen gibt es so einfache Erfindungen, die schon im Mittelalter wahrscheinlich benutzt worden sind. Münzzählbretter. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld entnommen der Kasse, kommt dann an einen noch sicheren Ort. Und zwar die Bank. Und jetzt zähle ich die Kasse nochmal nach, ob es wirklich sozusagen, ob ich mich wirklich verzählt habe oder sowas. Da wird nochmal einfach ein zweites Mal geprüft. Und wenn ja, dann müssen wir das ausgleichen. Weil das Kassensystem sagt, so und so viel Geld muss in der Kasse sein und so viel Geld muss dann auch in der Kasse sein. Kann sein, dass irgendwie zu wenig Rückgeld gegeben wurde oder zu viel Rückgeld gegeben wurde oder irgendein Produkt nicht gebucht wurde oder. Das müssen wir prüfen und gucken einmal, woran das Kassenminus liegt. Das bezahlen wir tatsächlich aus eigener Tasche. Also das sind Kosten, die dann der Laden trägt. Wenn es fahrlässig von den Mitarbeitern ist, dann haben wir manchmal schon den Mitarbeiter belangt. Aber eigentlich haben wir bis jetzt immer alles selber getragen. So, zweites Mal gezählt. 10,30 Euro genau sind es, die zu viel in der Kasse sind. Die nehmen wir natürlich jetzt erstmal raus. Ich gucke gerade mal, so Zehner haben wir nicht mehr so viele. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal einen Batzen 2-Euro-Stücke raus. Das sind 10 Euro, das sind 30 Cent. Die kommen jetzt erstmal in den Trinkgeldbecher. Weil morgen früh beginnt ja Annabel ihre Schicht am Samstag und zählt die Kasse normal. Und vielleicht zählt sie ja auf einmal dann 10,30 Euro fehlen. Dann sind sie auf jeden Fall schon mal hier. Wenn nicht, dann wurde zum Beispiel heute irgendwas nicht gebucht oder ist irgendwie zu viel Geld in die Kasse gekommen. Vielleicht haben wir beim Rückgeld geschummelt. Aber eigentlich schummeln wir hier nicht. Deswegen vermute ich mal, irgendwas wurde nicht gebucht, irgendein Produkt. Das würde dann zum Beispiel später, ganz am Ende des Jahres, bei der Inventur auffallen. Wenn wir irgendwo bei einem Produkt einen Bestand haben, der nicht ganz passt, dann kann es sein, dass wir einmal zu viel halt rausgegeben haben und es nicht gebucht haben im Kassensystem. Kasse haben wir gezählt, Kasse ist fertig, die Buchhaltung ist auch durch. Zum Abschluss kann man noch, wenn wir jetzt fertig sind mit allen Oberflächen, die einmal schön wischen, weil da sammelt sich auch über den Tag hinweg immer wieder ein bisschen Dreck. Einmal hier vorne, einmal hier hinten und dann machen wir den Laden zu. Licht kommt hier auf jeden Fall aus, dann machen wir definitiv hier das Schloss zu, machen hier die Lichter aus, genauso wie hier und auch vor allen Dingen einmal draußen das Licht. Damit ist das Lottoschild aus, das müssen wir seit neuestem ausmachen, seitdem die Gaspreise sozusagen so gestiegen sind. Wurde gesagt, ab 22 Uhr immer die Ladenbeleuchtung draußen ausmachen, deswegen machen wir das natürlich auch. Ladenlicht und tschüss, schönen Feierabend. Hey, ich bin der Tobi von Absolut Germany. Wir sind ja richtig dicker Kiosk-Kumpel und deswegen freut es auch uns, wenn ihr ein Abo da lasst und zwar hier. Und wenn wir schon mal dabei sind, haben wir auch noch ein geiles Video für euch, das gibt's hier. Gerne mal reinklicken.